Herzlich willkommen zu einer neuen, eine neue Serie. Ich bin hier in einem neuen Spiel und vielleicht kennen es viele. Und das heißt King of Retail und ich habe einen Shop namens Thunderstore. Die Idee von dem Namen kam aus meinem Discord-Server, also danke auf jeden Fall dafür. Ja, hier zeige ich meinen Shop. Ja, hier ist noch nichts drin. Aber wie steht, für Artikel vorbereiten. Kaufen Sie eine Lagereinheit. Darum schaue ich erstmal hier nichts. Also ich habe dieses Spiel noch nie gespielt und hier Inventar, Kaufinventar, Artikel verwalten, Artikel bestellen, bla bla bla, Anlieferung, Mindestlager, Inneneinrichtung, Innenraum gestalten, Lampen bearbeiten. Hä? Okay, ich muss jetzt kurz mal noch ein bisschen. Jetzt habe ich hier ein bisschen gecheckt. Hier kaufe ich, glaube ich, mal diese Liefereinheit, Kapazität 120 Einheiten kaufen. Oh, okay. Können wir sie irgendwie. Ah, okay. Oh. Platzieren, drehen, Mauswheel ab. Ah, okay. Yo, das ist voll gut. Das tun wir mal, ich sag mal, hier in die Ecke. Oh, wie cool. Also dieses Spiel, das haben einige schon gespielt. Ich spiele es auch zum ersten Mal. Ey, das ist voll cool. Yo. Okay, das kaufe ich jetzt hier auch mal. Und viele starten mit bei diesem Spiel auch mit so mit Klamotten und so. Aber ich will so gar nicht vorgehen. Ich möchte da lieber. Ja, wollen wir noch eins kaufen? Ja, komm. Ich gehe da lieber ganz anders hervor. Ich habe jetzt viel zu viel, glaube ich. Ja, das war ein Fehler von mir. Okay, das nächste. Artikel bestellen. Das machen wir dann auch. Okay. Kaufinventar, Artikel bestellen. Weil ich werde direkt nämlich für Trommelwirbel. Nein. Aus. Nein. Lebensmittel. Essen. Ah, okay. Ja. ich würde eher an Anfang. Okay, eigentlich sagen alle so mit Bekleidung. Ich glaube. Lass erstmal damit anfangen. Dann nehmen wir direkt langärmig. Wir haben ja Winterhalter. Und bevor ich irgendwas Ding kaufe, ich glaube ich erstmal Dinge. Also wie man sehen kann, ich bin noch der komplette Noob in diesem Spiel. Und vielleicht werde ich es noch richtig krass hochkriegen. Also lasst auf jeden Fall ein Like für dieses Video da. Weil das Spiel. Ja, ich liebe sie, solche Spiele. Und es würde mir echt gefallen, wenn ihr das supportet. Naja, hier sehen wir hier einige Schachsachen. Ah, okay, es gibt Merch von okay. Dann lass vielleicht mal schauen, vielleicht das hier, weil das hier hat sehr hohe Balken. Der Einstieg wird, glaube ich, mit dem Love Fashion Level gemacht. Da kaufen wir, glaube ich, mal so 20 auf Lager. Oder 15, 300. Artikel bestellen. Ich muss jetzt hier Artikel bestellen, Bestellung, Lieferung anfordern. Und das habe ich schon herausgefunden, wie es geht. Denke ich, man muss einfach hier auf Artikellieferung, hier einfach Lieferung anfordern. Alle Lieferungen sind heute kostenlos. Oha. Aber wahrscheinlich, weil es ja Anfang ist. Und müsste gleich hier hinten, der kommt. Moin! Übrigens, so sehe ich aus. Ich wollte es ja, gut aussehen. Dieses Spiel hier. Auch schön hochwertig alles. Moin, kommst du mal hier, warte mal, man kann jetzt Zeit erstellen. Moin! Ja. Okay. Und? Perfekt. Packen Sie die Artikel aus, mache ich mal. Ja, diese Animation. Ich mache mal kurz ein bisschen schneller. Okay. Artikel auspassen, kaufen Sie Auslagen für Ihre Artikel. Okay, nee, nicht Artikel bestellen, falsch. Okay, ich habe jetzt hier schon mal alles hinzugefügt hier. Artikel auffüllen. Hallo. Ich würde gern Artikel. Achso, warte. Ja, warte. Artikel auffüllen. Oh. Okay, jetzt wieder ein bisschen verstellen. Perfekt. Okay. Aktualisieren Ihre Schaufenster. Ja, ich. Herrenbekleidung, Hemden. Langärmlich. Wo ist denn Casual Clothes? Hier, das hier und dann hinzufügen. Verstellen. Okay, langsam bin ich schon echt darin gewohnt. Und es passt. Dann haben wir hier, würde ich auch schon mal hinzufügen. Und dann machen wir das gleiche hier noch auch mal. Also vielleicht sieht man hier schon an den Stil. Ich werde jetzt nicht so krass
mega schneiden, weil ich mag es halt ein bisschen auch so, wenn so ein bisschen weniger schnitt ist. Kaufen Sie eine Kasse, okay, mache ich dann direkt mal. Aber die Kasse ist da ganz gut, dann bisschen wie die Kasse mal kurz zu drehen und die packe ich dann einfach mal so hin. Hallo, wie kann man sie platzieren? Platzieren, Left Bounce. Ja. Hä? Also, ich will jetzt nicht sagen, aber ich kann die Kasse nicht platzieren. Habe ich zu wenig Geld? Abbrechen? Delete? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht ganz gut. Kostet 200 kaufen. Hier hin. Hä? Aber ich wollte sie drehen. Nein. Hallo. E. Bewegen. Drehen. Ach so, warte mal, wir müssen hier weg. Okay, jetzt passt. Dann tun wir mal die Kasse hier. Sekunden geöffnet. Warte. Ah, okay. Also hier sieht man, das ist echt krass gemacht. Kaufen Sie einen Computer. Das machen wir direkt aus. Achso, ich habe C gedrückt. Mit C kann man Perspektive wechseln, aber jetzt werde ich dann noch alles hier, meine ganzen Settings hier einstellen. Dann werden wir hier im Büro Computer annoncieren und Move erhöhen. Ich habe keinen Plan, was das bedeuten soll. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr dieses Spiel selber spielt. Oder euch halt damit auskennt. Kaffeemaschine kaufe ich auch, weil ich habe es bei Paluten gesehen, dass die Mitarbeiter Kaffeemaschine brauchen. Aber es passt noch nicht hin. Okay, dann passt der PC hier schon mal. Wir haben nur 600 Euro. Das ist jetzt nicht so geil. Ich würde vielleicht hier noch die Farben ein bisschen anpassen. Hier glaube ich auch, Design geht noch nicht. Und hier, Design geht. Und hier werde ich dann einfach mal die Farben so vielleicht ein bisschen auf dem Laden anpassen. Okay, das ist auch hier schon mal designt. Das passt eigentlich schon mal für den ersten Ding. Also, dann Tag beenden. Ins Büro gehen, okay. Oh, ich freue mich. Miete, was? Hier kommt man nicht, okay. Also man sieht hier, oh, wenn sie ihr Laden schließt, beenden den Tag und blablabla. Okay, weiter. Um Objekt zu interagieren, drückt sie, okay, ja. Was ist das? Katalogwerbung, das ist ein Katalogdesign, okay. Das ist berufliche Stärken und Kunden, okay. Eine Kampagne durchführen, okay. Lagerweiterung. Grüne Fliesen, verkaufsliche, gelbe, blaue, okay. Sie können Wände und alles hinzufügen, was ja, bla. Das Spiel wird jedes Mal automatisch gespeichert, wenn Sie ins Büro betreten oder verlassen, okay. Brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Aha. Tafel. Mitarbeiter. So, YouTube, so heißt es hier. Das ist Ihr PC. Sie können hier verschiedene Dinge tun. Wer ist das? Weiter. Okay. Verhandlungstisch. Öffnungszeiten. Oh. Oh, 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 oh. Das ist cool. Okay, schließen. Super duper. Öffnungszeiten machen wir dann mal hier überall von. Ja, dann machen wir einfach mal bestenfalls alles gescheit. Also, ich habe jetzt die Öffnungszeiten angepasst. Den Verhandlungstisch. Und jetzt gehen wir mal am PC. Storm YouTube. Dieses Gesicht. Artikel. Da haben wir eigentlich schon alles. Bestellung, Kunden, Mindestlader. Okay, E-Mail. Nichts. Zusammenfassung. Okay. E-Mail schreiben wir an Backe Thema Loop. E-Mail senden. Ey, okay. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber ja. Banner Store. Oh, wait, können wir da alles anpassen? Oh, was? Oh. Okay. Namen ändern. Oh, das ist cool, okay. Aber dann gehen wir mal den zweiten Tag. Den nächsten Tag beginnen. Ja. 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 Zinsen. Ich wollte noch ein bisschen Geld rausgeworfen. Super. Wir haben 2 Uhr nachts. Wir sind schon eine Stunde früher da. Lass mir mal kurz die Zeit vielleicht ein bisschen schneller laufen. Ich will die Zeit noch schneller laufen. Man kann nicht mehr als Geschwindigkeit machen. Okay, Mitarbeiter, können wir hier was machen? Wir nutzen, oh was? Vorn öffnen. Oh, bla bla bla.
Unser Laden wird betreten. Moin! Willst du dir was kaufen? Nein! Hallo, komm her! Was ist das? Hallo, hallo! Ich suche Leute, die mir was kaufen wollen. Aber ich könnte vielleicht ein bisschen Licht machen, ne? Das könnte vielleicht auch was erstmal bringen, wenn wir vielleicht hier ein bisschen Lampen einbauen. Lampenfarbe, okay. Machen wir natürlich in Rot. Das ist natürlich ganz schön. Ja. Soll ich kaufen? Moin! Kaufen. Können die. Ah, hier. Ich glaube, dann kaufen wir sie mal. Nein, kauf bitte was. Ey, wie blöd. Ich will, dass du. Hallo, kaufen. Oh nein. Abbrechen. Okay, das ist komisch. Ich will Licht haben. Okay, ich schaue hier noch ein bisschen mehr. Also irgendwie funktioniert das Lampenplatzieren nicht. Hi, können Sie mal bitte hier reinkommen? Ja, moin. Hi. Ja, Sie sind hier in meinem Laden. Licht? Nee. Hä? Also ist sie hier. Ja, es gibt nicht mehr. Bitte nein, verlassen Sie den Laden nicht. Nein. Oh, moin. Ja, wo sind Sie hier? Hier gibt es. Alles, was ich sage, Männerhosen, nein, Männer-T-Shirts, ja. Große Auswahl. Mhm. Ja, nein! Mann. Hallo? Kommt vielleicht ein paar? Ich muss die Tür mal leiser machen, ganz ehrlich. Das ist übelst laut. So, perfekt. So, und schneller. Ich dachte schneller. Okay. Ah, sie sind hier bei Dingen. Es gibt Männer-T-Shirts. Ja, und es gibt Männer-T-Shirts. Und es gibt Männer-T-Shirts. Und es gibt Männer-T-Shirts. Ja, wollen sie vielleicht Dinge? Also, ja, vielleicht. Hier. Mhm. Ja. Und? Ich spreche mir. Hört sich interessant an. Ja, Verkauf abschließen. Nein! Also, nach. Mann! Oh, hi! Boah! Es gibt Männer-T-Shirts. Es gibt Männer-T-Shirts. Ja. Freude. Dinge verbessern. Geduld. Was auch ganz wichtig ist. Freude. Thanks. Oh! Ja! Kauf was! Nein! Komm! Ja! Komm, kauf was! Hallo? Bitte! Komm, grabsch! Nimm dir! Nein! Warum? Ja, hi! Vielleicht kommt ja. Ja, es gibt Männer-T-Shirts. Und Männer-T-Shirts. Und das Beste ist Männer-T-Shirts. Ja, und es gibt hier vielleicht, Bedürfnisse. Es gibt, ja, richtig gut Geduld. Ja, Geduld ein bisschen verbessern. Freude. Ja. Volkschance. Komm. Thanks. Ja, es wäre echt cool, könnten Sie da vielleicht was kaufen. Es würde mir echt gefallen. Es gibt noch keine Lampen, aber irgendwie funktionieren die Lampen nicht. Also, es tut mir leid, wenn es nicht alles funktioniert. Ich würde hier gar zwar gerne welche hinplatzieren, aber hier geht es halt leider irgendwie alles nicht. Also, ja, es ist, mein erster Kunde, ja! 53? Was? Okay, beehren Sie uns bald wieder. Hallo, es gibt Männer-T-Shirts. Ja, es gibt hier kein Licht. Ja, es ist mir klar. Moin. Es gibt hier. Ja, es gibt kein Licht. Ich weiß. Aber bitte komm, kauf was. Es ist ja echt schön. Und es. Nein. Moin. Ja, es gibt Männer-T-Shirts. Und es gibt Männer-T-Shirts. Ja, und es gibt Männer-T-Shirts. Und das Beste ist, wir haben noch nichts anderes. Also. Nein. Ich habe Escape gedrückt. Nein. Sorry, komm bitte wieder. Nein. Nein. Hallo? Nein. ja, Sie sind hier bei meinem neuen Laden. Es gibt Männer-T-Shirts. Ja,
vielleicht möchten sie noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Glück und ja, und vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Ich weiß, sie können es hoffentlich erwarten und es wäre echt schön, würden sie es dort kaufen. Es würde mir echt gefallen. Thanks. Ja, gerne. Komm, kauf was, kauf was. Es gibt zwar keine Lichter, aber es tut mir auch leid. Komm. Nein, bitte. Tu mir den Gefallen, lass es. Nein. Aber ja, also sie sehen hier nobel aus. Möchten Sie eine noble La Fashionable T-Shirt? Und Pullover, es gibt hier echt tolle Sachen. Und das Beste ist, ja, Freude, Freude, ja. Und komm, erzählen Sie mir. Ja, geht noch nicht. Nein. Na, ja, komm. Ja, dann geh doch. Ah, hallo. Ja, es gibt Männer-T-Shirts. Und, was? Das sehe ich im Moment nicht. Es gibt, aber vielleicht gibt es da was, was sie doch kaufen wollen. So, keine Ahnung. Es ist echt frisch und würde mich echt freuen, wenn sie kaufen wollen. Mann, ja. Zicke, Alter. Mann, ey. Okay, vielleicht möchten sie noch ein bisschen mehr kaufen. Es ist echt gut im Rabatt und alles. Sind sie mir? Geht leider nicht. Nein! Mann, was ist das? Ja, Grabsch! Grabsch! Ja! Ich bin an der Kasse. Was? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube 54. Ja, was? 53. Jau. Hä, wie geil. Hi, nein. Hallo. Bauer. Es gibt Männer-T-Shirts. Perfekt ist ange. Also, vielleicht. Ein bisschen die Erfolgschance. Es ist echt schön. Und sie müssen es kaufen. Es ist echt gut. Aber vielleicht gefällt es ihnen auch. Ich hoffe es nicht. So lange auf jeden Fall was kauft ihr. Dann, wenn das perfekt angeboten, ich könnte es kaufen. Ja, und wissen Sie was? Es ist echt cool, weil wir haben jetzt halt auch ganz frisch dieses Ding. Erzählen Sie mir, nee, leider geht nicht, aber Sie können es kaufen. Es würde mir echt gefallen. Mann, was wollt ihr alle? Ja, warte. Ich muss hier noch kurz jemanden abkassieren. Okay, ja, ich komme. Alter! Ja, es gibt Männer-T-Shirts. Vielleicht, ja, sehr interessant, ja. Also vielleicht möchten sie es kaufen ein bisschen. Ja, also es ist echt toll und es würde echt was bringen, wenn sie es kaufen. Und das wäre echt schön. Perfekt. Nein! Mann, du oberne Zicke, Alter. Mann, kauf es doch. Komm. Ja! Danke, 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 danke. Komm, komm. Kommen Sie her. Hallo, Kasse. Wähle Sie, Clown. Da verpetze ich dich bei deiner Mama. Komm. 53. Oha, das geht weg wie warme Semmeln. Fast den ersten Tausender. Ist, ja, komm, kauft euch. Kauft, kauft. Was? Komm, ja, Krabsch. Hallo. Ja, ist der Ruben läuft. Ist also super, wie, ja, geil. Ja, ich komme. Sie haben kurz Hilfe. Ja, natürlich ist ja sehr interessant. Ja, und sie könnten es echt gut tragen. Es würde ihnen echt stehen, sehe ich gerade. Also vielleicht ein bisschen mehr. Und dann noch davon. Hey. Ja, ja. Ja, moin. Der geht zur Kasse. Es gibt Männer-T-Shirts. Sehr interessant, ja. Ding. Ding. Bedürfnis. Geduld. Bedürfnis. Geduld. Freude, Freude. Kauf. Kauf gewinnen. Thanks. Perfekt. Moin. Ja. Jetzt läuft's. Perfekto. Geil. Und wir haben den ersten Tausender erreicht. Was? Oha, wie krass. Was sagt das Lager? Nicht schön. Ah, moin. Aber sie könnten wirklich was kaufen. Es würde mir echt gefallen. Hallo? Ja, kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie. Komm, komm, kauf, kauf. Nein. Du. Okay, warte, dir würde es vielleicht stehen.
Buchhandler, ja, also, oh, okay, aber vielleicht könnte ich ihn doch ein bisschen besser verbessern. Also, es ist echt cool, ne? Und es ist echt günstig. Also, es lohnt sich echt zu kaufen. Verdammt. Ja, Sie können es vielleicht auch kaufen. Es würde Ihnen echt allen stehen. Mann, jemand kauft. Ja, ich habe eine Sekunde. Ja, Vorschlag für den Artikel klicken. Das hier ist echt schön. Hä? Bin mir nicht sicher. Könnte ich das empfehlen? Ja, also ich klicke das hier. Hä? Es geht nicht. Aber du kaufst. Ja, komm. Und gib mir das Geld. Ah, zwei direkt. Ja, sie direkt auch. Komm, ja, let's go. Okay, wir haben noch zwei Sachen. Wir sind gleich out of Ware. Was? Es geht alles weg. Okay, wir müssen neues kaufen. Ich sag was, es geht weg. Kaufinventar. Wir kaufen direkt neues. Wir sind gleich out of Ding. Also wir tun mal kurz die Lieferung anfordern. Das sollte der nächste auch direkt kommen. Also müssen wir uns mal beeilen. Und vielleicht geht's jetzt mit den Lichtern. Das wäre echt geil. Ah, da kommt der Ding. Nein, ich will Lichter haben. Ist echt cool jetzt. Dann Lichter brauchen wir unbedingt. Ich nehme einfach mal die, ja, kaufen. Ja. Bearbeiten. Ich will vielleicht eine Farbe anpassen. Ja, tatsächlich. Kaufen. Oh, Feierabend. Ja, was? Aber ich will hier vielleicht platzieren. Das geht nicht. Okay, aber wir haben Feierabend. Let's go. Vielleicht noch hier kurz ein bisschen auspacken. Da haben wir dann für morgen dann direkt den Vorrat da. Hier noch ein bisschen ein. Nein, verdammt, okay. Aber geiler Tag. Geiler Tag, perfekt. Okay, es hat auf jeden Fall gut geklappt. Letzten Tag. Moin, wie geht's denn so? Ja, wir finden erstmal vielleicht ein bisschen weiter Stuff. Wir könnten aber jetzt vielleicht sogar Lichter hinzufügen, weil Lichter wären echt krass. Aber ich verstehe diesen Bug nicht. Warum kann ich diese Lichter hier nicht platzieren, hä? Also ich würde hier gern ein Licht platzieren, damit man hier was sehen kann. Aber es funktioniert nicht. Platzieren Sie zunächst Ihren Artikel. Ich will es doch platzieren, aber es geht nicht. Kann man vielleicht andere Lichter da oben hinhängen? Das wäre ganz cool. Sie können auch gerne kaufen. Ich bin hier sogar an der Kasse da. Es ist ein bisschen unterbeleuchtet, ich weiß. Aber ich sehe euch. Und ihr würdet auf jeden Fall noch bald kaufen. Denn, Leute, ich glaube, es wäre klüger, wenn wir mal die ersten Essenswaren kaufen. Wow. Okay, aber Lebensmittel, Essen, gekühlt. Wir werden Pizza verkaufen. Und da kaufen wir mal die hier und die hier und die hier und vielleicht von allen fünf vielleicht. Das könnte ganz gut abgehen. So, kaufen. Artikel bestellen. Perfekt. Bestellung. Und ja, Sie können auch gern kaufen. Ich stehe sogar hier bereit. Okay, was denn eingebildeter? Leute, also ich kann hier irgendwie gar keine gekauften Sachen platzieren. Egal, ob es geht oder nicht. Okay, da werde ich gleich nochmal das Spiel neu starten, wenn der Tag vorbei ist. Dann lasse ich jetzt mal schneller laufen. So, abkassiert, let's go. Beehren Sie uns bald wieder. Ah, hallo. Ja, Sie haben ein Bedürfnis zu kaufen, dann kaufen Sie. Warum funktioniert das nicht mehr? Traurig. Ja, Sie. Was verkaufe ich? Ich verkaufe mir ein T-Shirt. Könnte ich dringend gebrauchen. Okay. Dann möchte ich Ihnen den richtigen Schnapper zeigen. Das hier in meinem Ding ist echt günstig im Gegensatz zu anderen Läden. Bitte kaufen Sie es. Nein. Mann, du brauchst sie dringend, aber kaufst nicht. Was ist das für ein Eingebildeter? Außer nun im Moment nicht. Aber vielleicht wird es Ihnen da was bringen, weil wir haben dann bald wieder Sommer oder wir haben bald Sommer. Ich bin die Jahreszeit hier nicht. Aber wenn Sie dieses Produkt kaufen, dann werden Sie für Ihr Leben lang glücklich. Also kaufen Sie! Blöder Typ, Alter. Das wird gar nicht gefallen. Ah, Sie! Ja, also wir verkaufen Männer-T-Shirts.
Echt, sie können das dringend gebrauchen. Okay, ich weiß zwar nicht, wie sie das machen, aber... Ja, bisschen mehr Ding. Erfolgschance. Ding. Bisschen mehr davon. Mann, was willst du? Okay, sie. Das ist ein Bauer. Oh, ich habe jemanden glücklich gemacht, obwohl ich nichts ausgewählt habe. Was? Komm, kauf. Kauf. Ja. Okay. Er kauft. Er grapscht. Komm, 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 komm. Ja, komm, du auch direkt. Mann, was ein eingebildeter Typ. Aber danke für den Kauf. Wir sehen uns bald wieder. Und sie. Hallo. Ja. Ich hätte hier... Ich könnte es kaufen. Ja, aber kaufe sie einfach. Thanks. Okay, was ist mit ihnen? Es gibt Männer-T-Shirts. Okay, dann sage ich ihnen, sie werden es brauchen. Es wird ihnen irgendwann im Leben weiterhelfen. Mann, kauf, komm. Öko. Ja, bla bla bla. Ich könnte es drin gebrauchen. Oh, okay. Ein bisschen Freude. Freude, 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 Freude. Freude, Freude. Geduld. Kaufen. Perfekt. Thank you. Haben wir einen neuen Kunden vielleicht glücklich gemacht. Vielleicht hier. Komm, kauf. Grabsch. Ja, perfekt. Ah, du auch direkt. Ja, sie auch. Was ist denn heute los? Was ist denn da? Warum? Ja, warum? Was ist denn jetzt los? Okay, was? Hä, wie krass. Ja, okay, eingebildeter. Okay. Habt ihr es gerade gesehen, wie schnell das war? Männer-T-Shirts. Ich könnte einen Blick drauf werfen, ja. Aber ich sage mal so, es würde ihnen echt helfen. Weil, ich sage mal so, es ist echt günstig in aktuellen Zeiten. Und von allem, da alles gefühlt teurer wird, ist es das der beste Schnapper. Also, warum kaufen sie nicht? Komm, legen sie los. Komm, kaufen sie mir. Komm. Thank you. Ja, gerne. Let's go. Und komm, alles erstmal um eh. Schneller, perfekt. Okay, du willst doch nicht kaufen. Was ein Dummkopf. Erstmal hier nachfüllen. Super. Ja, ich habe gleich keine mehr. Das wäre noch out of sale. Perfekt. Ja, ich helfe Ihnen gerne. Verkauf beginnen. Okay, ich sag Ihnen, Sie würden es echt brauchen können. Und es ist echt günstig. Also, kaufen Sie. Kaufen Sie. Thank you. Komm, jetzt grapsch. Perfekt. Hat der Typ gerade geklaut da hinten? Okay. Ja, es gibt mehr T-Shirts. Sehr interessant, ich weiß. Moin, aber bitte nicht pfeifen. Das macht mich ein bisschen... Ich war nicht Spaß. Aber danke für den Einkauf. So, was wollen Sie? Männer-T-Shirts haben wir. Sehr interessant, ich weiß. Aber indem Sie es kaufen, würden ja viele Menschen auch noch kaufen wollen, weil es einfach echt toll ist. Okay. Du, was willst du so? Ja, komm, Männer-T-Shirts. Sie möchten es aber noch nicht. Bedürfnisse steigen. Ich glaube, es war jetzt falsch, aber probieren es mal trotzdem. Ja, das war klar. Okay. Komm, es ist das letzte. Was? Okay. Kaufen Sie jetzt. Perfekt. Komm, der letzte. Da kann ich den Tag beenden. Ja, ich habe eine Minute. Promi. Sehr interessant, ich weiß. Aber ich würde eher sagen. Ja, also dieses Produkt ist es echt bequem und Sie können es immer im Winter und im Sommer tatsächlich tragen. Also. Thank you. Ja, kaufen Sie. Moin. Danke. Okay, ich glaube mit 1400 kann ich wirklich dann mal Tag da noch beenden. Aber ich bringe jetzt eigentlich nichts, ne? Ich bin jetzt einfach nur noch warten. Was ich aber noch kurz noch fertig machen möchte, ist nämlich einen kleinen Boden hinzuzufügen, weil es soll einfach schöner aussehen hier. Und als schönen Boden. Es soll schön Holz
artig wirken und bequem. Aber auch nicht zu wenig. Es soll einfach schön werden. Ja. Oh ja, das. Das hier sieht cool aus. Hey, ich würde kaufen. Hallo. Okay, es funktioniert ja nicht. Okay. Dann haben wir Feierabend. Let's go. Tag beenden. Vorgehen. Perfekt. Geld. Fortsetzen. Perfekt. Okay. Aber Leute, das soll es dann auch mit dem ersten Video von King of Whittle bzw. Thunderstore gefallen haben. Dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.